Hallihallöchen, meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu SnowRunner. Ich würde mir ja gern den Hammer da drüben angucken. Den könnten wir eventuell mit dem Scout sogar rauskriegen. Ich muss nur hier irgendwie rüberkommen. Ah, okay. Und die kleinen Bäumchen sind offensichtlich kein Problem. Wo komme ich hier durch? Ah, schwierig. Moment, komme ich hier? Er ist auf der anderen Seite von der Pipeline. Ah, okay. Hier war ich doch. Verdammt, da war der Wachturm, oder? Da war der Wachturm. Ich bin jetzt einmal im Kreis gefahren. Na ja, gut. Soll ich wieder zurückfahren? Ich komme doch hier nirgends durch. Erst wieder da hinten. Oh nein. Aber da kam man ja auch nicht so toll nach hinten, ne? Und ich will jetzt ungern hier meinen ganzen Sprit verfahren. Okay, warte mal. Also ich fahre jetzt erstmal hier wieder zurück. Ja, da kann ich jetzt natürlich... Jedes noch so kleine Ästchen könnte mich jetzt hier aufhalten. Steinig. Okay, so, dann fahren wir einfach hier mal drum rum. Ja, da haben wir einen Anhänger gefunden. Ein Tankanhänger. So, da steht der Hammer. Ah, Schulter juckt. Ah. So, lass mal sehen. Er ist schon sehr tief. Ich glaube, das lasse ich mal. Bis wir die... Nein! Nein, nicht hier. Okay, nee, hat keinen Wert. Ich muss mich bergen. Nichts zum Andingsen hier. Naja. Okay, dann wieder raus. Werkstatt verlassen. So, dann sind wir schon wieder hier. Also die Pipeline, das wird dann auf jeden Fall der erste richtige Auftrag, dass wir da überall durchkommen. Wo war jetzt hier nochmal ein Wachturm? Ich mache jetzt erstmal die Wachtürme. Da haben wir den hier. Den hier. Ach, den haben wir auch noch nicht. Hier ist einer, da ist einer. Den haben wir noch gar nicht. Den haben wir auch noch nicht. Der ist hier. Oh, was ist das denn da? Wasser oder Eis? Aber da komme ich doch hier vielleicht durch, ne? Ich probiere es mal hier und dann probiere ich mal irgendwie hier durchzukommen. Und dann da bis zum Wachturm. So, Moment. Sind eigentlich die Kanister wieder voll?
Kasten, der ist voll. Okay, die sind alle voll. Sehr gut. Wusste jetzt nicht, ob es die tatsächlich auch gleich wieder füllt. So, dann schauen wir mal. Ob man hier... Oje, oje. Ich glaube nicht, dass man da durchkommt. Da ist sehr viel Wasser. Und diese Straßen, die kannst du ja wirklich nur mit so einem Jeep hier befahren. Das kannst du ja mit normalen PKW voll vergessen. Ich glaube, hier wohnt überhaupt gar niemand mehr. Einfach nur, weil hier kein Durchkommen ist. Außer man hat so ein fettes Gerät. Naja gut, so geht's auch. Wie sieht's hier aus? Ach, das ist Eis! Oh, wie geil! Oh, vielleicht war das andere auch Eis. Naja, das wäre ja mega cool. Naja, man merkt schon, ein bisschen rutschig. Ah, da ist das vielleicht gar kein Wasser, sondern Eis. Das wäre natürlich sehr fein. Wenn wir hier immer mal wieder anstatt Wasser so große Eisflächen haben, die aber ja offensichtlich sehr gut zu befahren sind. So, hier fahre ich mal ein bisschen am Rand. Ah, da ist er schon. Hier links. Ja gut, da ist jetzt auch hier wieder mehr Schnee im Matsch. Oder mehr Matsch als Schnee. Naja, man kommt ja halbwegs gut durch. Sagte er und blieb direkt stecken. Nein, hoffentlich nicht. So, dann düsen wir mal zum Wachturm. Ja, okay, also nach diesen komischen Blättern hier auf dem Schnee oder was das sind, irgendwelche Krümel, kann man nicht gehen, dass man da drauf besser fahren kann. So, Wachturm Nummer 2. Zack. Da haben wir schon die nächste gute Aussicht. Und eine neue Mission und ein paar Upgrades. Hoffe ich mal. So, pass auf. Wo sind die Wachtürme? Da haben wir noch den. Wo sind wir? Da ist der andere. Wir sind doch hier irgendwo, oder? Sag ich mal, da sind wir. Dann fahren wir hier wieder. Huch, was mache ich denn? Ich sollte die schon halbwegs treffen hier, ne? Wie kommen wir denn da hin? Hier über die Straße hier, ne? Da kommt man durch. Na, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, wie komme ich hier wieder zurück? Hier oben wieder raus. Also nicht hier über die Steine. Sondern hier. Ach, ich muss den Punkt ja
wollte gerade da drüben lang fahren, aber ich muss den Punkt ja anfahren, damit die anderen Punkte angezeigt werden. Und ich noch weiß, wo ich hin wollte. Kommt man eigentlich, wenn man schon mal durchgefahren ist, in seiner Spur wieder besser durch? Nicht wirklich, ne? Ach, habe ich den Punkt jetzt? Okay. Ich dachte, der wäre hier. Oder habe ich den jetzt ausgelöst? Naja. War es halt schon voll die Schlammschlacht, ne? Aber zumindest ist hier das Drumherum-Bild schöner mit dem Schnee und so. Ach. Aber den Hammer will ich schon haben. Aber ich weiß nicht, ob wir den kriegen. Vielleicht müssen wir den rausziehen und irgendwo hinbringen. Na, da fahren wir auch noch hin. Jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen. Dass wir uns hier mal ein bisschen auskennen. Und dann mal zurück in die Werkstatt und mal schauen, was es hier so für Trucks gibt. Welche man hier kaufen kann, die hier verfügbar sind in Alaska. Na, komm schon. Denn in Michigan gab es ja auch welche, die nur da verfügbar waren. Oh, oh, nicht umfallen. Wie kann ein Hinterrad so weit einsinken? Und normal. Wie er sich durch den Schnee müht. Und dann auch schon nicht mehr, weil er wieder irgendwo hängt. Das Bäumchen mal am Leben. Ja, wunderbar. Ach, Straße. Sehr gut. Icy Road. 55 Meilen sind hier erlaubt. Das glaubt ja wohl keiner, dass man hier 55 fahren kann, ohne direkt irgendwo rein zu krachen. Ah. Reparatur, Brückenreparatur. Die nehme ich gleich mal an. Verfolgung starten, schließen. So, dann haben wir die, denn da müssen wir auch irgendwie drüber kommen. Ich bin ja gewillt. Metallbrücke, ich bin ja gewillt, hier irgendwo durchzufahren, ne? Aber ist schon die Straße, die führt festgefahren in den Bergen. Die führt halt schon hier zu dem Ding drüber. Aber da kommen wir nicht durch. Also nicht drauf, nicht drüber. Vielleicht durchs Wasser. Müsste ich mal probieren. Da jetzt gar nicht ran oder was? Ich bin schon durch ganz andere Gewässer gefahren. Das sieht mir hier aus, als würde man hier durchkommen. Mit Schmackes.
Ah. Wer braucht da noch eine Brücke? Also bitte. Upsi. Tja, siehst du mal. Okay, und dann Wachturm, ne? Hier. Und dann schauen wir mal weiter. Die Aufgabe habe ich ja angenommen. Ja, wenn er mal Schwung hat, dann fährt er schon schnell. Nee. So, was ist das denn hier? Ein Hafen. Und wo ist der Wachturm? Ach, der ist hier links, ne? Okay, jetzt bin ich hier am Hafen. Schön, warum sind hier, hä? Ah, hier ist so ein Stück unaufgedeckt, deswegen. Ja, okay. So, nein, wir wollen hier hin und dann da in die Richtung. Also, Kommando zurück. So. Also, ich stelle mir halt schon vor, dass so ein Hammer deutlich mehr Power hat als der hier. Dieser komische, ich weiß nicht, was ist das, ein UAS oder irgend so ein seltsames russisches Teil. Und der Hammer war ja, glaube ich, auch ein Scout, ne? Also ich schätze, wir müssen hier so rechts uns halten. Aber ich schaue sicherheitshalber nochmal. Ja, genau. Ist schon richtig. Oh, ist schon tief hier. Also da bin ich froh über die Reifen. Aber so ein Offroad-Truck wäre natürlich schon feiner. Denn wir brauchen ja nicht unbedingt den Scout, um Sachen zu scouten hier. Das können wir ja schon auch mit allen anderen Fahrzeugen. Was ist denn das Ding? Okay, immer noch geradeaus. Abkürzung. Naja, wozu brauchen wir eine Abkürzung? Wir wühlen uns da einfach hoch. Und fertig. Ja, immer so ein bisschen links, bisschen rechts. Dass man einen neuen Grip kriegt. Wobei ich hier vielleicht mit der Untersetzung mehr Erfolg habe. Schneller. Langsamer. Ja, das sieht schon besser aus. Kann ich hier, kann ich da verbinden? Oder hier? Umfallen will ich nicht. Aber ein bisschen mehr in diese Richtung, weil da ist so ein Hügel. Bringt auch nichts.
So ein bisschen bewegt er sich ja noch. Na ja, gut, die Windenpunkte hier, die kannst du in der Pfeife rauchen. Ah, jetzt haben wir, glaube ich. Was tut er so? Ist das die Musik? Okay, nee, ich muss erstmal tanken. So, ist voll getankt. Und dann gehen wir hier mal wieder auf den normalen Gang. Ja, also, siehst du? Na, also wunderbar, voll getankt. Da geht's gleich viel besser. So, und schon sind wir da. Perfekt. Tja, manchmal ist der Lastgang halt dann doch nichts, ne? Die Untersetzung. Da muss man immer ein bisschen jonglieren. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Folgenpause. Und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei SnowRunner. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.